Und es geht wieder weiter mit Splinter Cell. Oh, Kamera! Oh! Mich fast erwischt. Aber nur fast. So, jetzt muss man wieder den Winkel irgendwie austricksen. Die Kamera dreht sich. Schade, dass es kein Mensch ist, die Kamera, sonst könnten wir sie jetzt mit der Dose ablenken. Eben. Geht's hier weiter oder dort? Egal, sind wahrscheinlich dieselben Wege. Verdammt, doch nicht. Na, nein, 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 nein. Oh, fuck, ich dachte, die Kamera erwischt uns jetzt. Oh, da ist jemand. Och, nee. Jetzt hier weiter. Nein. Scheiße, und jetzt? Ich lenke jetzt mal mit der Dose ab. Ich glaub an dich, Döschen. Huhuhuha. Was? Ah! Hab ich mich jetzt gerade verjagt? Nein. Oh. Nein. Nein! Böse, komm bloß nicht her, sonst kriegst du auf die Fresse. Ich lenke jetzt mit der Dose ab. Dose auf Doom. DD. Oh mein Gott. Puh. Also, ich weiß nicht wie, aber irgendwie haben wir es geschafft. Auch wenn es so knapp war. Und jetzt holen wir... Nein! Nein! Jetzt rennen, 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 rennen. Puh! Scheiße, da ist auch jemand. Nein! Dreh dich nicht um. Nein! Sie dürfen hier gar nicht sein. Halt's Maul! Wie konnte der das jetzt... Wie konnte der jetzt wissen, dass ich seinen Kollegen attackiert habe? Toll. Safe. Load meine ich. Sie dürfen hier gar nicht sein. Du darfst gar nicht hier sein. Bitte denken Sie daran, dass das Rauchen in der Cafeteria nicht länger erlaubt ist. Nutzen Sie bitte die ausgewiesenen Raucherterrassen in der 5. Etage. Wer zur Hölle? Ab drauf geschissen, komm. Die sind einfach nur nervt, diese Tipsies. Was? Schon wieder eine Kamera? Oh Mann. Wo ist die? Wo ist die Kamera? Codeblock. Scheiße. Okay, Code. Oh nee, der ist so lang. 110700. Jetzt er. Nein! Scheiß Kamera. Jetzt mach ich. 110700. Das war knapp. Und jetzt er. Komm, jetzt öffne die Tür. Schließen, schließe Tür. Gut. Okay, sag Clarence, dass ich ihn am Arsch packe und er seine Marke abgeben kann. Ey, keine Ausdrücke. Weil ich gerade im Fernsehen CIA-Fotos von Redbeer sehe. Finde heraus, über welches CIA-Material die Presse noch verfügt. Hol alles zurück, bevor sie es zeigen. Weiß nicht, mir egal. Regel das. Kommt her. Nein. Puh. Okay, er holt sich was am Automaten. Ich versuche mir ihn mal zu packen. Nein! Ein Eindringling. Ach, leck mich doch! Ich war hinter der... Ich war hinter der Säule. Das hätte jetzt eher unmöglich... Okay, sag Clarence, dass ich ihn am Arsch packe und er seine Marke abgeben kann.
Weil ich gerade im Fernsehen CIA-Fotos von Red... Kann ich... Sicherheitsdienst. Hallöchen. Hallo, Charlie. Was? Hallo. Hey, kannst du mich hören? Ja, er kann dich hören. Ich leg auf. Bitte ruf mich zurück. Ja, das macht er. Irgendwann mal. So, Körper mitnehmen. So, und das bisschen Damage, das wir jetzt bekommen haben, das können wir ja locker wieder heilen. Wohin jetzt mit dem Körper? Mit seinem nutzlosen Körper, den niemand braucht hier. Ach, die Tür können wir hier nicht öffnen. Schade, hier auch nicht. Hier auch nicht. Gin Cola. Ist hier jemand? Oh, eine Kanone, scheiße. Vorsicht. Ich glaube, die sollten wir besser deaktivieren, weil sonst haben wir ein riesiges Problem. Wenn wir uns vor der stellen, sind wir down. Eine Fackel? Okay, Fackel. Was kann die? Egal. Ach so, ah, damit kann man den Gegner... Nein, das haben sie verschwendet. So, was machen wir denn mit der Kanone? Abschalten. So. Nicht, dass da sich noch jemand verletzt. Die sollte man eigentlich immer abstellen, wenn man sie nicht braucht. Ach komm, Dietrich, wo ist der Dietrich? Hier. Warum haben wir eigentlich Einweg-Dietrich, wenn wir einen normalen Dietrich auch haben? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Naja, gut. Da. I'm opening the door. Ist hier eine Kamera oder sowas Fieses? Nee, gut. Ein Aufzug. Aufzug hat keinen Strom. Toll. Und jetzt? Jetzt mach ich mir einen Kaffee. Wieso hat der Aufzug keinen Strom? Was ist das? Achso, okay. Hm, verstecken wir uns da hinten. Das ist total sicher. Niemand merkt, wird uns da jemals erkennen. Hier sind noch zwei weitere Fackeln. Cool. Nein, nicht den Computer. Ich weiß doch, dass ich da... Ich habe den Stick doch schon genommen. So. Zwei weitere Fackeln. Ist ja wie in Minecraft. Wo geht's denn jetzt lang? Hallo, nutzloser Körper. Hier waren wir auch schon. Sehr merkwürdig. Der Aufzug hat keinen Strom. Was machen wir denn jetzt? Tod, lebt, tot, lebt, tot. Ja gut, das ergibt voll keinen Sinn, was wir hier machen. Wieso hat der Aufzug keinen Strom? Das verstehe ich jetzt nicht. Schauen wir uns die Speichersticks an. Fons, ich werde heute im Laufe des Tages das Zahlenschloss für den Wartungsraum anbringen. Ich stehe dann genau vor deinem Fenster. Wenn ich dir auf den Nerven sehe, sag ruhig Bescheid. Der Anfangscode lautet 7687, aber du solltest ihn während jeder 8-Stunden-Schicht ändern. Wenigstens so lange, bis die Alarmbereitschaft enthoben wurde. Wenn wir diese Woche mal irgendwann freikriegen sollten, glaube ich auch nicht dran, sollen wir mal das zusammen unternehmen. Weiß Gott, was, wenn das hier vorbei ist, werde ich mit Sicherheit einen Drink gebrauchen. Dann, Techniker. Okay. Das ist hier eine Map von dem ganzen Aufzug. Wir sind jetzt hier. Aufzugseingang. CIA Haupttor. Also hier ist das Ende. Wir haben das Level halb fertig. Interesting. Ja gut, die ganzen Speichersticks, die werde ich nicht lesen. Aber in Zukunft werde ich sie lesen, wenn wir sie einsammeln. Das ist sicherlich interessant, was da alles draufsteht auf den Sticks. Die Frage ist, wie geht es hier weiter? Gott, der Aufzug hat keinen Strom. Braucht man Retina? Nee, Retina-Scanner gibt es ja gar keinen, das ergibt gar keinen Sinn. Ich laufe mal mit zurück, vielleicht finden wir dann etwas. Aber wo ich es mir kaum vorstellen kann. Scheiß Kamera. Ich hasse dich. Die Kamera ist echt fies. Fiese Kamera. Wir müssen ja unsere Waffe abholen, fällt mir gerade ein. Die Frage ist, wo ist die? Haben wir die vielleicht übersehen? Oh nein, wir haben sie übersehen, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder zurücklaufen. Wo ist die... Wo ist unsere Knarre?
Wo geht's hier eigentlich lang? Ah, hier waren wir schon. Das kann man ja undeutsch schwer erkennen. Wo ist unsere Waffe? Ich will... Nimm mal einen Dummy. Ich glaube, den hat erwischt. Ach, leck mich. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Ja, ja, ja. Beim nächsten Alarm wird die Mission abgebrochen. Ja, ja, ja. Es wird aber keinen nächsten Alarm geben, weil ich dann... weil ich dann bis dahin schon alle erledigt habe. Ich tue die Kamera total ignorieren. Ist ja cool. Wo ist die Knarre, die wir brauchen? Ach verdammt, wir hätten da gar nicht durchgelaufen müssen, naja. Hallo, Waffe, wo bist du? Wo ist die Waffe? Ich will eine Waffe. Eine, die schießt. Auf der Toilette? Nö, da ist keine. Hier vielleicht? Auf der Männertoilette? Nee. Hallo? Hallo? Sie dürfen hier gar nicht sein. Natürlich darf ich. Steht nirgendwo drin, dass ich hier nicht da drin sein darf. Ich meine, wer bricht schon in einem CIA-Hauptquartier ein, ne? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Ich habe was gesehen. Sie dürfen hier gar nicht sein. Na komm, öffne die Tür, dann kriegst du einen geklapst. Bam! So, und jetzt sag mir, wo meine Waffe ist. Ich mein's ernst, ich will meine Waffe. Ich will meine Waffe. Wo ist die? Wahrscheinlich wird es der dritte Körper dann bald gefunden, weil die gerade im Licht stehen, die Körper, die wir gerade ausgeschaltet haben. Ich meine, die Menschen meine ich. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Wo ist die Knarre? Ich will eine Knarre. Hier vielleicht. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Hier vielleicht? Nee. Hier ist sie nicht, oder? Hallöchen, die zwei. Nee, im Serverraum wird wohl kaum eine Waffe gelagert sein. Ach Mensch. Sowas mache ich gar nicht, wenn man durch das Level rumlaufen muss und keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Das ist in Splinter Cell typisch. Das ist mir auch beim ersten Durchspielen sehr oft passiert. Da, die schauen wir jetzt keinen Walkthrough oder Playthrough an oder wie man das auch nennt. Ich finde das jetzt, ich schaffe das jetzt von selber. Ich brauche jetzt keine Hilfe mehr. Ich bin erwachsen geworden. Ich brauche keine Hilfe. Geht jetzt nicht weiter. Toll. Wo ist die scheiß Waffe? Verdammte Waffen. Hier in diesen Schränken vielleicht? Da ist sie! Ist ja mal toll. So, jetzt haben wir eine gescheite Waffe. Und jetzt heißt es zurückgehen. Ist ja mal toll. Safe. Level 5, 3. Also 53. Da ist ein Zahnarzt in der Nähe. Man hört ja das Bohren der Zähne. Hört das auch? Yeah, geile Waffe. Ach Mensch, das heißt, wir hätten die vorhin gar nicht mit der Hand ausschalten müssen. Das ärgert mich jetzt doppelt. Ach, das kommt von draußen. Das kommt gar nicht vom Spiel. Das war einer zu viel. Mission ist beendet. Ach, leck mich doch. Einheit verloren. Glaube, er ist tot. Ja. Du bist auch gleich tot, mein Freund. Das war einer zu viel. Boah! Also, wenn es nochmal so ist, dann lade ich einen. Nimm mal einen Dummy. Ich glaube, den hat erwischt. Wir müssen die Körper besser verstecken. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Ja, ist schon klar.
Wird nicht wieder vorkommen, hoffe ich. Also ich glaube, es ist kein Körper mehr, den wir nicht versteckt haben da. Und wenn es nochmal so ist, dann werde ich cheaten. Weil, ja, das war eigentlich meine eigene Dummheit und da ist es völlig berechtigt, dass ich hier mal ein bisschen mogele. Was heißt denn mogeln? Wahrscheinlich tun dann die Hater wieder rum, flamen. Ey, du scheiß Cheater! Oh, Cheater! Ich hatte nicht, weil du gecheatet hast. Oh, cheaten kann ja jeder. So, safen. Gut, dass wir so viele normal gespeicherte, normale Saves haben. Dürfen wir hier durch? Das war einer zu viel. Nein, okay. Safe. Jetzt müssen wir wieder auf die Kamera aufpassen. Oh nein. Nein! Oh, die haben uns fast erwischt. Aber nur fast. So, jetzt müssen wir es eigentlich schaffen. Oh, 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 oh. Ja, wir haben es geschafft. Safe! Nein, nicht schon wieder diese fiese Kamera. Ich hasse Kameras. Scheiß Spanner. Es gibt hier nichts zu überwachen. So, dann war es hier. Genau, da. Jetzt können wir... Jetzt hat der Aufzug bestimmt Strom. Natürlich. Und jetzt ab nach oben. Ist es nach oben? Nach oben ist es doch, oder? Safe. Klinken Sie sich in Duggarys Computer ein. Yeah, mit eurer unserer brandneuen neuen Waffe. Müsste das ein Klacks sein? Oh Mann. Ach gut, ich dachte, jetzt kommt kein neuer Abschnittsdings. Aber er kommt doch. So. Ich habe dir Doggertys Akte geschickt. Er ist bei der Informationsbeschaffung, Büro 508. Was soll ich mit Doggerty machen? Bleib weg von ihm. Wir melden uns, sobald wir mehr über ihn wissen. Ist hier jemand? Ja, Tür öffnen. Ich möchte eine flexible Optik an der Tür machen. Ach egal, komm. Wir haben Spuren der Daten in verschlüsselten Strömen von Provider-Diensten aus Holland, Bangkok und Kanada gefunden. Übereinstimmung. Ah, oh, das würde ich jetzt am liebsten machen wollen, aber wir dürfen nicht. Noch nicht. Die dumme Habsucht und Arroganz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Spur zurück zu die sich. War das Kettenrasseln? Ganz einer Nation, die sich selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Nein, klingt eher wie ein Stöhnen. Sie selbst noch für eine weltbeherrschende Supermacht hält. Hörst du das? Oh Gott. Ganz einer Nation, die sich selbst noch für so weit, so gut. Ist da jemand? Nein! Da ist niemand. Bitte, komm nicht her. Da ist niemand. Kein Licht anmachen. Mach jetzt bloß nicht das Licht an. Oh, wenn die das Licht anmachen, haben sie uns entdeckt. Hä, es ist Tag? Okay. Safe. Ich mach mal wieder einen normalen Safe. Level 5, 3. Überschreiben. Ja. Okay. Nicht pfeifen, du beunruhigst mich. Du Sparko. Soll ich einen Taser einsetzen? Wir haben ja noch einen Taser bei uns. 3 Stück, um genau zu sagen. Dreh dich bloß nicht um. Ich weiß nicht, soll ich es riskieren? Safe, und dann riskiere ich es jetzt. Oh Gott. Hey, geh's rein. Hey, ein Kino. Cool. Muss ich ihn jetzt machen? Das bedeutet, dass wir 3 Angriffspunkte haben. 2 Transformatoren des örtlichen Stromversorgers und ein Notstromgenerator. Agent Marx hat den Einsatz. Das ist ja merkwürdig. Verdammt, jetzt habe ich einen Taser verschwendet. Egal.
Und jetzt? Das ist ja merkwürdig. Nein, bloß keinen Alarm jetzt aktivieren. Dankeschön. Eine schreckliche Nachricht. Was machen die denn jetzt? Laufen die jetzt Amok oder was? Ich kann es mir nicht verkneifen. Ich muss jetzt einen abknallen. Oh, Himmels Willen, Fischer, bist du verrückt geworden? Ja. Mir fehlen die Worte. Deine Mission ist beendet. Verschwinde, du bist erledigt. Habe ich doch gern gemacht. Danke. Das bedeutet, dass wir drei Angriffspunkte haben. Zwei Transformatoren des örtlichen Stromversorgers und ein Notstromgenerator. Agent Marx hat den Einsatz von Benzinbomben empfohlen, aber ihre Sprengwirkung verbietet deren Anwendung. Ich glaube, wir könnten uns eins packen, während der seine Rede hält. Gegner zum Beispiel. Oktober ca. um 10 Uhr alle Spuren der digitalen Angriffe verwischt. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie die Angreifer zu Redlo, ruhig weiter. Das sind die Sicherheitscodes des Krankenhauses. Die einzigen, die diese Codes haben, sind die Direktoren und wir. Wenn diese Codes aus CIA-Akten... Entschuldigung, ja. Wer zur Hölle sind Ach komm schon! Warum drehst du dich um, Mensch? Arschloch! Ich hab dir nicht gesagt, dass du dich umdrehen sollst. Jetzt muss ich euch alle töten. Bäm, ich hau dich um. So, darf man eigentlich entdeckt werden? Oder Alarm? Ja. So, was ist denn das hier für ein Computer? Also wir haben es geschafft, auch wenn ich es nicht gedacht hätte. Ach, verdammt, ich dachte es wäre Medikit, die Fackel, naja. Jetzt müssen wir die Leichen in Sicherheit bringen, beziehungsweise die Körper. Und viel besser als beim letzten Mal. Ach komm schon, nein, das will ich doch gar nicht. So, sieht man die Leichen oder die Körper? Ich glaube, die hier sieht man noch ein bisschen schlecht. Es ist gut, dass hier ein Kino ist. Im Kino ist ja bekanntlich alles immer dunkel. So, du flachst dich jetzt mal hier hin. Und da ist noch einer an der Tür, ne? Ja, genau, dieser Typ sie. Der wo seine Kollegen warnen wollte. Okay. Was ist denn das? Technology? Hey, ich wollte doch weiterlesen. Ach, egal. Ist nicht so wichtig. Warum leckt es jetzt auf einmal so? Na, das seht ihr bestimmt nicht im Video später. Aber mich stört es gerade ein bisschen. So, ist hier jemand unter der Tür? Hallo, ich möchte hier flexible Optik benutzen. Nicht durch Tür spielen, zurück zum Spiel. Flexible Optik. Warum geht das nicht? Ach so, ist versperrt. Na dann, öffnen wir es einfach mal. Zack. Na, jetzt aber... Scheiß Leck. Oh, 3 FPS gerade. Ach, wie ich es liebe. Wie ich es liebe, Leute. Das ist der Grund, warum ich Fraps-Spiele so gerne aufnehme. Also, beziehungsweise Computerspiele, die mit Fraps laufen. So, hier bin ich wieder. Ich habe mal kurz das gefixt. Und es funktioniert nicht. Toll. Oh Gott. Haha, der Automat geht nicht. Das hast die Arschkarte gezogen. Hier steht der rechte Bösewicht. Vier FPS. Ach, wie ich es liebe, Leute. Ah. Wer ist da? Nein! Zeigen Sie sich! Hier ist niemand. Nein. Ich glaube, ich mache mal die Musik lauter. Die kam ja irgendwie in den letzten Parts so leise vor. Genau, das mache ich. Während hier die Framerate versucht, sich wieder zu fangen. Wie geht denn das jetzt? Das hier? Nee. Einstellungen. Sound. Kings. Das mache ich offscreen. So, ich habe es jetzt angepasst. Weiter geht's. Was?
Nein! Ach komm. So, hier ist was auf dem Computer. Eine Notiz. Schauen wir uns die einfach mal an. Wir haben ja genügend Zeit. Der Code für den Eingang zur Informationsbeschaffungszentrale lautet 614. Gut zu wissen. So, ich speichere nochmal. Nein! Wir haben hier einen Eindringling. Was, der hat eine Schrotflinte? Ach Mensch. Also mit den Frames kann ich hier gar nicht spielen, das drückt mich sowas von auf! Diese scheiß Framerate-Zusammenbrüche! Ich schwör's euch! Ich werde... Scheiß Framerate, ich krieg hier noch... Da werde ich verrückt. Wenn ich mir jetzt 8 Frames pro Sekunde spiele, werde ich verrückt. Ich starte das Spiel jetzt neu und dann fixe ich den Scheiß. Bis gleich! So ein Scheiß, echt, ich schwör. Sorry für den Ausraster, aber es ist wahr. 1 Frames, 0 Frames, Eindringling! Hier bin ich wieder und wir wurden entdeckt. Das war einer zu viel. Mission ist beendet. Ja. Wer sind Sie? Danke. Ich hab mich versafe-stated wahrscheinlich. Zentrale, das wollen die bestimmt sehen. Ach, wie schön. Ich hab's gerade versucht zu fixen, aber es hat nicht geklappt. Und jetzt spielen wir hier mit wunderbaren 1 FPS. Ist das nicht toll, Leute? Erinnert mich voll an Star Wars. Star Wars war doch ein schönes Let's Play. Alles mit 1 FPS spielen. Ach, wie schön. Ich liebe es. Spiel mir das ganze Let's Play mit 1 FPS. So stelle ich mir ein Let's Play vor. Wie soll ich den Scheiß spielen können, wenn es mit 8 FPS läuft? Warum leckt es so? Kann mir jemand sagen? Das Spiel ist doch wahrscheinlich, weil ich eine Nachtsicht am Rad habe. Yep, Nachtsicht raubt die FPS-Leistung. Okay, die suchen nach uns, wir müssen aufpassen. Vielleicht war da gar nichts. Nee, da war nichts. Nee, hast ihn nur eingebildet. So, ich schaue jetzt mal vorsichtigerweise nochmal nach. Er scheint weg zu sein. Gut. Und es läuft auf irgendeiner mysteriösen Weise mit 40 FPS. Das lag wohl tatsächlich die ganze Zeit nur an Nachtsicht-Dings. So, wie heißt der Code nochmal? 0614. 0614. So. Okay, ich save den nochmal. Was müssen wir jetzt machen? Ach, wie schön es regnet. Und hier ist niemand. Können wir hier nach draußen? In den Regen? Ja, wir können nach draußen in den Regen. Hoffentlich raubt es jetzt nicht die Leistung. Ja, aber es scheint nicht, als würde es die Leistung auch... Hallo? Was ist hier los? Leck mich! Wo taucht der denn jetzt auf einmal auf? Ich dachte, hier wäre keiner. Den kralle ich mir. Scheiß Security. Ich muss ihn ja auch eigentlich nicht ausschalten. Das ist sogar besser. Dann haben wir einen Körper weniger, den sie entdecken können, die Feinde. So, ich glaube, hier kann ich rennen. Und nochmal Safe State. Ich Safe State jetzt extra hier sehr viel. Kamera hier? Nee. Was war das? Nix. Hier war nix. Wo ist denn der? Oder, ja, wo ist der? Ah, dieses Geräusch. Dieses Geräusch. Hast du mich erschrocken? Hast du mich erschrocken? Scheiße. Alter. Der tauchte da einfach urplötzlich vor meiner Nase auf. Dreh dich um, damit ich dein hässliches Gesicht nicht mehr sehen muss. Nein, Security. Irgendwas gefunden.
Hier ist niemand, Leute. Ich sollte mehr schlafen. Ja, das solltest du. Doch nichts. Nein! Ich dachte, da kommt es zurück. Oh, endlich hört dieses Geräusch auf. Das hört sich an wie Windows 95. Nein, es ist wieder da. Scheiß Windows 95. Was muss... Klinken Sie sich in Duggerys Computer ein. Und wo ist der? Da hinten war er. Wahrscheinlich haben wir den jetzt wieder übersehen, weil hier gibt es überhaupt keinen Computer. Ich muss wieder zurücklaufen. Toll. Wahrscheinlich müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder bis zum Anfang zurücklaufen. Jede Wette. Hier ist ja mal super. Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Ich mag dieses Spiel. Oder dieses Level. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war nur eine Übung, genau. Wer hat das eigentlich gesagt? Warst du das? Dum-dum-dum-dum-dum. Also gut, suchen wir hier einfach wieder nach dem Computer. Die Frage ist, wo ist der? Ist er hier in diesem Raum? UFO. Oh nein, wir haben ein UFO gefunden. Uiuiui, jetzt habe ich Angst. Ist er vielleicht hier drin? Na, jetzt aber... Ach komm, eins noch. So. Dietrich, Klinking Extremus. Okay, Speicherstick. Speicherstick. Von EDB am FMF... Was? FMFBI. Gesendet Nachricht noch nicht gesendet. Betreff... Möglicherweise Baumaterial. Nachrichtenkodierungsprotokoll DF379K0. Ihr, was? Ihr verglücksten Vorequor 02048. Das kann doch keiner lesen, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung, was da steht. Die Frage ist, wo ist jetzt dieser Computer? Wir müssen den finden. Bevor ich hier noch zusammenbreche, weil das Level so lang dauert. Also hier ist nichts. Oh Gott, hier sind so viele Menschen, die wir übersehen haben, beziehungsweise ausgelassen haben. Wo ist dieser Computer? Ich mache mir hier ein Safe State und schleiche mich hier ins Kino rein. Ins Heimtoilette. Ist das eine Toilette? Okay. Verstecken wir uns in der Toilette. Ach, der tut immer noch mit seinem Automaten rum, okay. Der ist ganz schön hartnäckig. Ich will meine 20 Cent wieder haben! Wo ist dieser Computer? Wahrscheinlich ganz am Anfang. Darauf gehe ich jede Wette ein, so viel Glück ich auch habe. So ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Hier sind viele Computer. Ist das der richtige Computer? Ja, das ist er! Gut gemacht, Fischer. Wie läuft's, Grimm? Bin dabei. Vom System her sieht es nach der Arbeit von Philip Massey aus. Wechsle den Server. Serve Kalina underscore VA. Das ist das Kalina-Tech-Gebäude. Oh Mist, die haben mich entdeckt. Die fahren das... Wir melden uns. Fischer, du musst Doggerty für uns kidnappen. Was ist mit Grimms dort hier? Wir kümmern uns darum. Kümmer du dich um Doggerty. Warte, bis er Zigarettenpause macht. Das wird deinen Angriff erleichtern. Details auf dem Offset. Nicht pfeifen! Oh Gott! Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Dreh dich bloß nicht um, sonst kriegst du auf die Waffe. Dreh dich bloß nicht um, sonst kriegst du auf die Waffe. Gut, gut, gut. Was war das? Nein! Ich sagte nicht umdrehen! Das ist daran so schwer zu verstehen. Oh Gott, ich renne jetzt durch. Ich renne da jetzt durch, auch wenn ich jetzt hier im Licht bin. Ich renne jetzt durch.
Also jeder Schwanz hätte uns jetzt eigentlich entdeckt. Naja. Wo ist denn der Typ, den wir uns schnappen müssen? Schau mal, wie das macht sich dann auch, wenn es jetzt wieder zum Lecken anfängt. Nee, war nichts. Also hier müsste er sein. UFO, hier ist wieder das UFO, das gesichtet wurde. Und hier ist eine Alarmanlage. Kommt er vielleicht hierher? Könnte eigentlich sein, ja. Ah, hat er einen Code eingetippt? Aber es war knapp. Sie hat wohl die Toten gesehen. Moment. Hey, Vorsicht mit deinem Kaffee. Jetzt hat meine Familie Angst. Wo ist der? Meine Frau will die Kinder morgen nicht in die Schule schicken. Du hast Kaffee verschüttet. Ach verdammt, ich wollte anrufen. Ich muss los. Okay, ich geh mir jetzt eine rauchen. Kommst du später mal vorbei? Nein, ich muss weg. Hey, du hast Kaffee verschüttet. Wer soll denn das jetzt sauber machen? Ich muss los, Mitch. Bleib locker. Okay, jetzt kommt er. Wo ist er? Da kommt er. Ja, komm zu Papi. So, er darf uns nicht entdecken. Wir müssen den jetzt unauffällig ausschalten und mitnehmen. Na komm schon. Hä? Was macht denn der? Checkt er seine E-Mails oder was? Oh, er kommt. Weg von der Tür. Weg von der Tür. Hallo? Oh Gott. Die Tür war eigentlich schon offen, gell? Du hättest den Code gar nicht eintippen brauchen. Naja. Okay, hier ist er. Dreh dich um. So, und jetzt? Jetzt schnapp ich ihn mir. Was tun Sie? Wykes wartet bereits auf dich. Bei ihm ist Spezialagent Baxter, ein Verhörexperte. Die beiden haben hinter dem Laden einen Laster geparkt. Puh, okay. Jetzt müssen wir den Körper uns mit dem durchs ganze Level mittragen. Was super spannend ist. Denn überall sind noch Wachen, die wir noch nicht ausgeschaltet haben. So, öffnet. Ja, die Tür öffnet sich von selber. Gut. Die haben wir schon ausgeschaltet. Und ich mach mal wieder ein Save. Level 5-3. Habe ich ihn jetzt überschrieben? Ne, hab ich nicht. Level 5-3. Okay. Ja. So. Oh, bist du schwer. Kannst du nicht ein bisschen abnehmen? Um Himmels Willen. Oh, Lambert bringt mich noch um. Ich hab eine Idee. Hier, Moment, ich zeig's euch schnell. Damit ihr versteht, was ich meine. Schade. Ich dachte, den kann man jetzt hier runterschmeißen. Da geht's nämlich zum Auto. Wir müssen ja jetzt zu einem Auto tragen, den Typen. Wo wir dann abgeholt werden. Und ich dachte, wir können den jetzt hinter diesen Zaun durchschmeißen, aber es geht nicht. Leider nicht. Das wäre ja auch zu leicht. Jetzt müssen wir den... Wir müssen den ja durchs ganze Level jetzt tragen. Es gibt weitere Komplikationen. Irgendein CIA-Sicherheitsfuzzi labert Wykes und Baxter zu. Wie hat er sie entdeckt? Sie hatten sich nicht versteckt. NSA-Anwesenheit ist in Langley legitim. Das einzige Problem sind Dougherty und ich. Genau. Ein Spezialagent Ninja mit einem bewusstlosen Büroaffen auf der Schulter dürfte recht irritierend wirken. Bleib unentdeckt. Okay, ich schau nach. Ist hier jemand? Oh Gott, hier ist jemand. Ich trage ihn jetzt einfach überall mit und tue auf Glück hoffen, dass... Oh, ich lege ihn mal hier ab und safe state. Oder wobei... Okay, er scheint zu patrouillieren. Das ist meine Chance. Jetzt ist die Tür frei. Nein, er kommt her! Was ist das? Nein! Du Arschloch! Oh Gott. Komm bloß nicht nach links. Hoffentlich tun die uns jetzt nicht in die Zange nehmen.
Ah. Du verdammter Wichslappen. So, und jetzt schnell, 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 die Tür ist frei. Schnell, 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 die Tür ist frei. Oh Gott, oh Gott, oh, es, oh, oh, ich bin so gut. Ich bin so, nein, ich bin so gut, ich bin so gut. Ah, ich bin tot. Bewegung, Bewegung. Entschuldigung, war ein Reflex. Hallo? Oh nein. Bitte nicht. Ich tase den jetzt. Verdammt. Ich habe ein... Das kann nicht normal sein. Seltsam. Wer sind die Wasser? Ist da jemand? Nein, hier ist niemand. Jetzt leise sein. Leise! Jetzt wird's spannend. Da unten sind sie. Und warten auf uns. Oh Gott. Oh Gott. Leise. Was ist hier los? Ich tase den jetzt. Da? Zeigen Sie sich. Zeig dich mir eben nicht. Hallo? Also. Was war das? Nein! Jetzt komm du bloß jetzt nicht her, ja? Ich warne dich. Safe. Zwei Tipps ist da runter. Eindringling! Na toll. Ich glaube, ich habe mich für safe stated. Darf der eigentlich gefunden werden, dieser Körper? Was geht hier vor? Nur keine Panik. Einer von uns wurde angegriffen. Haltet ihn auf. Wahrscheinlich haben wir jetzt genau jetzt verloren. Das war einer zu viel. Richtig. Ach komm, ich hab mich versafe-stated, so ein Scheiß. Nein, nicht laden, sondern hier. Ah, ist toll. Toll, toll. Alles noch mit gewonnen. Mhm. Was für ein schönes Level. Geht das nicht leichter? Oh Mann, jetzt muss ich wieder so viel kommentieren. Hallöchen, Leute. Ich muss jetzt kommentieren, damit ich euch irgendwie unterhalten kann, damit wir hier diesen Scheiß nicht mehr nochmal machen müssen. Also in Zukunft, wenn mir nochmal sowas passiert, werde ich cheaten. Da könnt ihr meckern, so viel ihr wollt. Ich werde dann cheaten. Wenn wir die theoretisch da runterschmeißen. NSA-Anwesenheit ist in Langley legitim. Das einzige Problem sind Dougherty und ich. Genau. Ein Spezialagent Ninja mit einem bewusstlosen Büroaffen auf der Schulter dürfte recht irritierend werden. Ja, kann ich den jetzt irgendwie nehmen? Ja, es geht, 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 es geht. Und jetzt runter mit dir. Runter mit dir. Na los! Um Himmels Willen, Fischer, bist du verrückt geworden? Mir fehlen die Worte. Deine Mission ist beendet. Wieso? Du bist erledigt. Er hat doch überlebt. Wäre aber zu schön gewesen, wenn es gegen würde. Genau. Ein Spezialagent Ninja mit einem bewusstlosen Büroaffen auf der Schulter dürfte recht irritierend wirken. Bleib unentdeckt. Also jetzt werde ich alle Wachen ausschalten, bevor ich den mit durch das Gehirn trage. Aber vorhin war es echt knapp. Hat man bloß Pech, dass die anderen dann noch dazugekommen sind. Ansonsten hätte man es geschafft. Wir haben hier einen Eindringling! Wo? Ach du Wichslappen! Ah, ich bin so gut! Ich bin der Beste in diesem Spiel! Ach Mensch, was kommst du jetzt her? Ja, geh nach oben, genau. Dann krall dich jetzt. Und zwar so. So. Tja, was hast du davon, wenn du mich entdeckt hast vorhin, ne? Du hast mich doch vorhin entdeckt, was? Und abgeknallt und getötet, ne? Das seid ihr jetzt heim, du Verdammter. Selbst dein Kollege wird dir jetzt nicht mehr helfen können. Ihr seid hier schwul, ihr geht immer zu zweit auf den einen los. Den krall ich mir jetzt. So. Na? Wie geht's dir, ne? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die nicht
verwechsle und dann, dass ich, nicht, dass ich dann den Falschen zum Auto trage. So, hier, tschüss. Scheiß Nervensäge. Ich glaube, dass dieser Serverraum oder was auch immer das ist, Computerraum müsste jetzt frei sein. Oder? Er ist doch frei, ne? Es ist doch keiner mehr da. Und wenn doch, bin ich angestänkert. Ich save stelle wieder. Und ich mache jetzt sogar ein, so ein Save. Level 5-3. Kack. Level. Verdammt, fast nicht genau hin, aber egal, komm. So. So tut man vorbildlich speichern. Wer ist da? Zeigen Sie sich! Dieser Wichslappen schon wieder. Mir fällt das ein. Fällt mir echt das ein. Das müsste eigentlich gehen. Warum kann der sich nicht an den Zaun hängen oder was auch immer das ist? Ah. Wir haben hier einen Eindringling. Ich werde sie... Ach, ich liebe es. Hier geht's zurück, oder? Ja, hier scheint's. Ja, hier geht's zurück. Oh Mann. Ich liebe es. Das ist ein schönes Level. Das ist ein schönes Level. Jeder möchte es spielen. Dam, 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 dam. Den taser ich jetzt und dann haben wir es. So, halt still. Okay. Ist ja blöd, dass wir schon zwei Alarmfeuer ausgelöst hatten. Das, jetzt haben wir hier ein riesiges Problem dann. So, und jetzt Safe State und jetzt ja. Jetzt schaffen wir das, dieses Level. Ich schmeiß den hier nochmal da runter. Bam! War überhaupt nicht unauffällig. Was geht hier vor? Nur keine Panik! Verdammt! Haltet ihn auf! Was? Um Himmels Willen, Fischer, bist du verrückt geworden? Ja. Ich werde jetzt gleich verrückt, wenn ich dieses Level jetzt nicht gleich hab. Ach Mensch, das ist der letzte hier. Schreib mir den auch noch raus. Wofür haben wir denn Taser, ne? Oh, der Boden scheint ganz schön nass zu sein. Eindringling! Ach komm, er war schneller als ich. Dieses, wie dieses Level sich zieht, ist unglaublich. Das wird der längste Splinter Cell Part aller Zeiten. Na komm her. Komm her. Kann ich den aus der Distanz killen? Oder beziehungsweise ausschalten? So, und jetzt? Halt still. Halt still. Das kann ich. Gut. So stelle ich mir das vor. Safe States. Und jetzt tragen wir den zum Ende. Jetzt ist hier nämlich keiner mehr da. Jetzt muss ich euch noch irgendwie unterhalten. Okay, Leute. Hallöchen. Und jetzt tragen wir hier diesen Körper herum. Das ist der Körper, der Leichenrumtragesimulator 2012. oh Mann, ich mit meinen Simulatoren-Games, die ich so einfach erfinde, vom Namen her. Ja, jetzt haben wir es eigentlich gleich, ne? Jetzt müssen wir den noch zum Auto tragen und dann ist dieses Level auch schon vorbei. Ha, was für ein Glück. Das nächste Level wird cool sein, aber das wird auch wieder so lange dauern wie dieses Level hier. Aber dafür wird es Spaß machen. Ich mag dieses nächste Level, was kommen wird. So, ich save den nochmal, weil hier jetzt wahrscheinlich was passieren könnte. Ihr habt es also manchmal mit Menschen zu tun? Sehr abgefahren. Und, was nimmst du? Hallöchen. Ich verstehe die Frage nicht. Wer weiß schon. Welche Drogen nimmst du? Ich? Keine. Glaube, er meint für die Verhöre, um Leute zum Reden zu bringen. Genau. Ah, ich mag Barbiturate. Hä? Es geht nicht zur Wahrheit. Autsch! Ich dachte, ihr gehört zu uns, zu mir. Ah. Ihr habt es also manchmal mit Menschen zu tun? Selten, aber ja. Abgefahren. Und, was nimmst du? Alles in Ordnung? Hab dich. Mann, ich dachte, der geht nie weg. Dein Freund? Das ist er. Wo ist Doggerty? Ich muss ihn noch finden. Wir müssen uns beeilen. Diese Kalinatech-Sache macht Lambert irre. Ich suche ihn. So, hier ist er. Wir gehen nirgendwo hin, bevor du mir Doggerty gegeben hast. Bitteschön, hier ist er. Hat Lambert dir von Sarah erzählt? Nein. Es geht ihr gut.
Der Blackout hat sie erschreckt, aber es geht ihr gut. Keine Zeit für Emotionen. Verschwinden wir. Danke, Wax. Endlich haben wir dieses Level geschafft. Oh, war das lange. Oh, wie viel Minuten haben wir für diesen Part gebraucht? Zwei Stunden. Naja. CIA Hauptquartier, Langley, Vagina, USA, 1. November 2004. 1 Uhr. Ich tue jetzt immer aufrunden, weil mir diese 59er Zahlen auf die Nerven gehen. Hörer von Mitchell Dougherty zeigen, dass er unter den zwangshaften Angewohnheiten neigt, Daten auf einem unsichernden Computer zu horten. So kam es zu Sicherheitslecks. Grimstorz hat Datenströme bis zu den Büros von Kalinatech verfolgen können. Da sie dabei entdeckt wurde, ist ein Noteinsatz bei Kalinatech erforderlich. Und endlich sage ich bis zum nächsten Part. Leute, ciao!